ist natürlich ein Traditionsverein, den man ja nicht nur deutschlandweit kennt und den ich schon aus meiner Kindheit natürlich verfolgt habe. Ich weiß noch ganz genau, wo ich die Panini-Bilder immer das Schalke-Wappen gehabt habe und dann einkleben durfte. Und wo das dann ja konkreter wurde, war es natürlich ja eine riesen Freude und hohe Emotion auch bei mir, dass man die Möglichkeit hat, bei so einem Verein auch Trainer sein zu dürfen. Unsere aktuelle Situation, sagen wir mal so, ist alles andere als einfach. Wie würdest du sie beschreiben? Ja, ich denke, das wissen wir alle. Meine Herangehensweise ist aber da eher so, dass man sagt, okay, wir lassen jetzt mal die Vergangenheit hinter uns. Wir schauen nach vorne, wir versuchen Lösungen herauszuarbeiten, um dann einfach wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Und ich glaube, wir sollten uns da jetzt im ersten Moment mal auf kleine Erfolge konzentrieren. Ich sage immer, wie beim Holzhacken, da sieht man ja auch sofort, ob das funktioniert hat, und gar nicht weit jetzt in die Ferne schweifen. Es ist immer wichtig, dass man als Trainer das von zwei Seiten betrachtet. Zum einen schaut man natürlich, was passiert auf dem Platz, aber das Thema außerhalb des Platzes ist ganz entscheidend. Und alles, was auf dem Platz passiert, da denke ich, sollte man mit einer ganz guten gemeinsamen Idee auf den Platz gehen, schauen, was passt am besten zu den Spielern, die da sind. Natürlich auch schauen, was macht der Gegner am Wochenende. Aber auf der anderen Seite ist die Kabine natürlich auch wichtig. Wer sind die Führungsspieler? Wer sind die verlängerten Arme auf dem Platz sind? Und wenn das wieder zusammenpasst, das heißt eine gemeinsame Idee auf dem Platz und natürlich ein gutes Teamgefühl in der Mannschaft, dann kann man relativ gut und schnell Erfolgserlebnisse erzielen. Hallo, ich bin wieder da. Glück auf, lieber Schalke. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Ja, das ging sehr schnell und ich hoffe mit meiner Erfahrung, dass ich auf dem Platz war, auch außerhalb,
in der Mannschaft wieder unterstützen und wieder erfolgreich zu sein. Ich glaube, der Naldo hat auch einen riesen Mehrwert, weil er unfassbar viel Energie spenden kann. Ich glaube, im Trainerteam soll alles vertreten sein, dass man sagt, okay, wir haben jemanden, der das Herz am richtigen Fleck trägt, der viel Energie spenden kann, der viel Erfahrung hat. Und deswegen glaube ich, ist das eine super Entscheidung, dass wir Naldo jetzt wieder zurückholen und dass er im Trainerteam uns helfen kann. Wie ist dieser Kontakt entstanden? Ja, das war sehr schnell, wie Sie gesagt haben. Ne? Das war gestern und ich habe die ganze Zeit mit meiner Familie gesprochen, weil es ist nicht einfach, dass ich mein Haus verlasse und meine Frau mit 3 Kindern bleiben. Aber vor Schalke ist immer eine hohe Motivation und mein Vater war auch mit. Und mir ist eine Ehre, hier wieder zu sein. Und ich hoffe, dass ich weiter beibringe, dass Schalke wieder die beste Zeit zurückkommt. Voll dabei und ja, ich bin hoch motiviert. Ich weiß, dass die letzte Zeit nicht so gut war, dass die Fans enttäuscht sind, aber wir müssen wieder die Fans zurückholen, dass wir als Mannschaft wieder geschlossen und wir auf dem Platz und außerhalb dem Platz auch alles geben, dass wir Erfolg haben.
denke, es ist ganz wichtig, eigene Spieler im Profibereich zu integrieren, um auch noch mehr Identität zu schaffen, weil mit Jugendspielern, die man die ganze Zeit schon gesehen hat, die dann auch spielen dürfen, das macht natürlich auch was mit den Fans. Ich durfte selber schon miterleben, wo ein Jugendspieler bei meinem letzten Verein sein erstes Spiel gemacht hat, da war das ganze Stadion gestanden. Und deswegen eine Knappenschmiede, extrem wichtig, und wir wissen alle, was da schon für Qualität rauskommt. Es ist nicht so, dass ich jetzt informationslos hierher komme. Das heißt, ich beobachte ja Schalke mit die ganze Zeit, wie natürlich auch viele andere Bundesliga-Mannschaften. Wir haben im Vorfeld auch viele Gespräche schon geführt. Das heißt, ich habe schon einen relativ guten Eindruck von der Mannschaft, habe mir auch schon was überlegt fürs Wochenende, wie wir das dann zusammenbauen können. Klar ist dann die Wirkung auf dem Platz, wenn man mal mit den Jungs trainiert, eine andere, und wenn man dann wirklich im Detail sich mit denen mal unterhält. Aber nochmal, ich gehe ganz oder sehr gut vorbereitet jetzt in die Aufgabe, und ich bin mir auch bewusst, was das für eine gute, schöne Aufgabe ist, und bin da total positiv nach vorn gerichtet.